Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ni No Kuni Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Fibra Games for You und wir werden diesmal nicht in die Qualmhöhe gehen, sondern an die Schädelküste oder wie auch immer man es nennen mag, da wo es Piratenversteck war jedenfalls und aus welchem Grund, weil es dort angeblich Schneidschrauben gibt. Und wir doch die ein oder andere Schneidschraube ganz gut gebrauchen können. Deshalb gehen wir mal hier hin. Versuchen unser Glück. Die soll es hier bei so Robotern an der untersten Fahne geben. Habe ich so vernommen. So, müssen wir jetzt mal gucken. Roboter, Roboter, Roboter. Wo gibt's denn hier einen Roboter? Irgendwie gibt es hier nur Vögel. Auch gut. Von mir aus auch mit. Was ist das denn? Ja, ja, du hast Angst. Ist mir schon klar. Das geht ja einfach als gedacht. Was ist das denn? So, jetzt wird erstmal gebaut. Da. Wo war's denn? Nee. Was? So, was ist das hier? Da brauchen wir noch Schimmersteine, die nervigen Dinger. Drachenzahnringe brauchen wir auch noch. Das sieht doch gut aus. Jetzt haben wir den gebaut. Wir müssen aber eigentlich noch was bauen können. Brauchen wir noch eine Schneidschraube? Okay. Ah, hier, nicht wegrennen. Das war feige. Feige ist das. Du auch. Dann greifen wir dich an. Wenn dein Kollege zu feige ist, dann hast du Pech gehabt. Die machen wir mal kaputt. Da gab es doch noch irgendwo Donnernüsse und die brauchen wir doch auch noch für irgendwas. Also mit irgendwo meine ich, dass die mehr oder minder offensichtlich auf der Insel zu finden waren. So, auch so als Spawn. Ach, oder halt, Moment, kann das... Lass mich mal kurz nachgucken, ich habe das ja noch offen. Ah, okay. Also entweder hier sammeln oder bei Schweinfurt klauen. Und das machen wir jetzt auch. Aber vorher gucken wir hier nochmal. Was? Das will ich noch gar nicht. Ich will doch hier schneller fliegen. So. Genau, bevor wir nach Schweinfurt abdüsen, würde ich gerne hier so eine von den Inseln nochmal angucken. Vorausgesetzt, es ist überhaupt das, was ich denke. Hier müsste es irgendwo Donnernüsse gegeben haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Landen wir hier mal zur Sicherheit. Gibt es dann hier? Ha! Ich wusste doch, eine Donnernuss. Wenn das mal nicht gut ist, können wir gleich dann gucken. Jetzt gehen wir erstmal nach Schweinfurt. Denk viel mal Daumen, ist egal, ob wir jetzt links oder hier rumfliegen. Bin halt ein klein wenig begeistert. So, Jadeperle ist, denke ich, auch nie verkehrt. Und jetzt ab zu den Robotern. Davon gibt es ja einige zum Glück. Landen wir mal hier einfach. Vor allem können wir hier auch nochmal Stahl abgreifen. Ah, da vorne ist einer von denen. Ja, toll. Gerade auf der falschen Seite gelandet quasi. Ah, da ist auch einer. Passt mir ganz gut. Roboter dürften ja nach meiner Meinung gar keine Angst kennen. So. Rennt er jetzt weg oder was macht er da? Klarheitsbringer, ja, tolle Wurst. Sowas brauche ich nicht. Bin ganz klar.
Aber andererseits, ich meine, die Sache ist ja die, wir kriegen ja diese Schneidschraube auch locker wieder von dem anderen Spawnplatz, wenn es soweit ist. Uiuiuiui. Jetzt hat die Katze den Turbo eingeschaltet. Ist eben an mir vorbeigepäst. Aber ich kann euch versichern, sie hat keinen. Zumindest stand das nicht mit in der Beschreibung drin. Ne? Yeah! Oh Mann, ist das geil! Endlich mal hier ein kleines Erfolgserlebnis. Perfekt, da können wir jetzt auch gleich nochmal bauen. Wieder was von der Liste streichen, sozusagen. So. Sandwich. Können wir noch bauen? Zacka, 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 zacka. Nein, nein, Katze. Ach, das ist doch eine blöde Idee, Katze. Katze. Runter. Ich hasse das, wenn die auf dem Fernseher hüpft, dabei und dann danach dann den Kopf aus dem Fenster stecken. Ja, ich weiß, ich habe hier ganz krasse Probleme. So, Katze! Gibt's ja wohl gar nicht. Wo haben wir das denn? Veteranenkram hatten wir hier. Das war doch noch was anderes. Veteranen, Magier, nee, das ist nicht, auch nicht. Nee. Hä? Die hatten doch da eben noch was. Katze. Ah, hier ist es doch. Veteranenhelm. So. Das passt. So. Weiter. Was gibt's hier? Schwarze Flügel. Drachenzahnring. Was gibt's hier? Drachenzahnring. Sternenperle. Schwarze Flügel. Ich würde mal sagen, wir gucken mal nach schwarzen Flügeln. Wo es die gibt jetzt als nächstes. Schwarze Flügel. So. Ja, so geht's mir auch gerade. Hab auch ein bisschen Schnupfen. Halt, Moment. Drehmonsterjagden. Okay. Suche. Sollen wir unten hingehen? Geben wir mal nur Flügel ein. Eulen im Elfenbeinturm. Von den Eulen. Okay, also wir müssen jetzt ab zum Elfenbeinturm. Ich denke, das lässt sich realisieren. Ich denke, wir machen heute eine halbe Stunde Folge. Ich mag jetzt nicht nach einer Viertelstunde schon wieder einen Cut machen. So, wo gab es hier nochmal die Eulen? Die waren doch überall, oder nicht? Oder waren die nur auf einer bestimmten Ebene? Machen wir mal anders. Wir machen jetzt erstmal Tarnung. Genau. Und gehen dann weiter vor. Du hast doch keine schwarzen Flügel, oder? Wir gucken erstmal, ob wir irgendwie eine Eule ganz offensichtlich sehen. Es gibt hier ja einiges an Fliegezeug. Kurz durch die Map gucken. Da müssen wir hier rum. Weil ich glaube nämlich die... hallo, Mr. Tokoman. Schau mal, was ich alles kann. Den müssen wir einfach umhauen. Weil deshalb und so. Astra. Yeah, wie ein umgehauen hat, sehr gut. Weil wenn man einen Toko hat, dann muss man ihn auch nutzen.
Egal, ob man noch leveln muss oder nicht. Das ist meine Meinung. Yeah, Sternperle. Meine Fresse, haben wir die nicht gebraucht? Haben wir so. Sowas haben wir doch gebraucht, oder? Können wir jetzt was bauen? Ich muss kurz mal gucken. Man müsste einfach sortieren können hinsichtlich dessen, was man gebaut hat und was nicht. Geht nur leider nicht. So. Trolldrehen haben wir da genug. Wir bräuchten nur Augen des Bösen, ey. Ich glaube, wir müssen mal wieder in Pfad der Gräber. Weil dort beides zu finden ist. Oder noch was anderes, was wir brauchen können. Nämlich diese Rollen. Da, Schriftrollen der Wahrheit. So rum. Trolldrehen. Toll. Ich mag das nicht, wenn sich Sachen das teilen. War da nicht was? Ja. Augen. Ja, werde ich jetzt langsam bekloppt? Da war doch noch was mit so Sternengedöns. Hier, Sternenperlen. Da brauchen wir nur noch einen Drachenzahnring. Wo auch immer es den gibt. Egal, da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Ich mag es auf jeden Fall, wenn von Sachen nur eines gebraucht wird. Finde ich immer sehr, sehr, sehr sympathisch. So. Zack, zack, zack. Mit denen legen wir uns überhaupt gar nicht erst an. Die haben eh nur Schädliches im Sinn. Wollen uns quasi an die Wäsche. Das ist mein Lieblingssong. Frag mich nicht. Selbst erfunden. Und musikalisch selbstverständlich auch unter aller Kanone. So. Hallo, wo gibt's denn hier die Eulen? Ich hab doch schon eine Eule hier gesehen, oder nicht? Egal, machen erstmal alles platt. Kaboom. Genau, mit tierischem Lärm geht alles besser. Goldene Gelegenheit. Was kannst du? Gar nichts kann, ne? Weil es schon vorbei ist. Blöd. Aber was soll's, kann man nichts dran ändern. Hallo, ich will noch mehr schwarze Flügeln haben. Ja, toll, dass du mich angreifst. Warum denn das? Versanzelot. Wir probieren mal vom Versanzelot was zu klauen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas Cooles. Versanzelot. Blauholz, ja, tolle Wurst. Brauchten wir einmal, brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Wie dem auch sei. Ruf da. Schnitter ist auch alles, was ihr könnt, ne? Ah, okay, er macht schon was. Ein bisschen AOE muss sein. Sehr gut. Eulen. Eulen, Eulen, Eulen. Also ich habe Katzen gesehen. Ich habe diese Skelette gesehen. Bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich auch Eulen gesehen habe. Wie um Himmels Willen geht's denn da rüber? Verrückt. So. Rein theoretisch müssten da ja auch jede Menge rumlaufen. Halt, Moment. Nee. Oder probieren wir das einfach dann? Oh, und Toko! Ey, wenn man sie nicht mehr sucht, dann kommen sie die ganze Zeit, oder was? Diese Viecher. Abgehauen ist ja der Arsch. Egal. Egal. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir Esther mal heilen. Die sieht gerade irgendwie, warum auch immer, nicht ganz so gut aus. Die hat aber eigentlich genug Mana. Aber wir heilen sie mal trotzdem, oder? Nee, machen wir den.
Wir heilen sie nicht. Die Frage ist, können wir noch einen Schritt höher gehen oder so? Dass wir die Eulen vielleicht häufiger treffen? Das ist die Frage. Das probieren wir mal aus. Bin ich jetzt einfach mal dafür. Weil ich glaube, Eulen gab es hier gar nicht so oft in dem Gebiet, wo wir gerade rumhüpfen. So. Okay, okay. Brauchen ja nur schwarze Flügel letztendlich. Also von daher, mal gucken, da ist nichts. Nächste müssen wir dann rechts rein. Und da können wir dann auch auffüllen, weil wir nur mit dem Stein quasseln müssen. Oh, hallo, Mr. Enterich. Ja, nicht wegrennen, das ist feige. Oder auch wenn du hüpfst, das ist mir egal. Ah, okay. So. Zack. Sauber auspacken. Den zeigen wir es auf jeden Fall. Wie die Katze dem zuhört, ey, Wahnsinn. So, kabum, kabum. Zack. Okay. Mal hier rum. Gehen wir weiter Richtung Bossebene. Und gucken mal, ob es dort vielleicht eher die Eulen gibt. Weil ich habe immer die Hoffnung, dass da trotz allem sich das Gegner ein bisschen ändern oder andere Gegner noch dazukommen. Je höher oder weiter man kommt jetzt. Also von daher, in Verbindung mit der Hoffnung macht es halt doch ein bisschen Sinn. Obwohl, eigentlich können wir mal speichern, wir haben viel gebaut. Nicht, dass das verloren geht. So, das haben wir auch noch. Perfekt. So, Tarnung könnten wir aber noch machen, damit wir von den Robotern nicht überfallen werden. Genau. Und dann müssen wir hier rum. Hallo, Mr. Robotermann. Ich mag Sie nicht. Sie sind ganz gemein. Okay, passt. Oh, noch mehr Roboter. Toll, toll. Oh, halt, Moment. Doch, okay, das ist in Ordnung. Da gehen so Wege ab. Ich habe schon gedacht, es wäre so die Endbosskammer, so nach dem Motto. So, dem ist aber zum Glück nicht so. Hallo, ich will so einen Vogel treffen. Wo ist denn die Eule? Hallo, könnt ihr mir sagen, wo die Eule ist? Das war eine Eule. Also wenn das keine Eule ist, dann bin ich ein, ja, keine Ahnung was. Boah, das ist eine Eule. Ich wusste es. Oh Mann, ich bin so begeistert. Fantastisch. Fantastisch, Leute. Ich bin begeistert. So muss das. Gleich der erste, nachdem man hochgelaufen ist, war's. Besser geht's ja wohl kaum. Also hier ganz großes Kino. Können wir auch gleich was bauen. Also der Grund, warum ich jetzt immer gleich versuche, was zu bauen, hängt auch einfach damit zusammen, weil jeder Gegenstand ja unser letzter sein könnte, den wir brauchen. So. Im wahrsten Sinne des Wortes hier. Viel kann da nicht mehr fehlen, wenn ich mir das so angucke. So, Spektralsteine. So. Engelsflügel, auch interessant. Wo war das denn? Hier. Das sieht doch gut aus. Sehr gut. Gucken, ob wir für noch was schwarze Flügel brauchen. Sehende Augen. Ich glaube, mit diesen Schimmersteinen
würden wir am meisten Fortschritte machen, irgendwie. Und mit dem Drachenzahnring. Machen jetzt mal Folgendes. Wir gucken jetzt nochmal fix, wo es den Drachenzahnring gibt. Und vergleichen das da mit den Schimmersteinen. Schauen dann, was wahrscheinlicher ist. Drachenzahnring. So. Hier. Drachenzahn. Bei Sasquitschen um Julheim herum. Okay. Das hört sich gut an. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Machen wir hier eine Flucht. Jupp. Da gibt es ja einige von den Sasquitschen. Hier, komm, wir mal wegfliegen. Ja, genau. Ich finde ja so kreative Leute immer krass, die aus Gott und der Welt irgendwas ganz wunderhübsches machen. Die nehmen da irgendwie ein Strumpfband und machen aus dem Glas irgendein, ja, ein Glas mit einem Strumpfband. Das ist schon kreativ und krass, muss ich sagen. Sieht oftmals sogar gut aus. Das ist das Verblüffende an der ganzen Sache. Aber andererseits hier, wie ich es gerade sehe, Bohnen von einem Glas ins andere zu schütten, ist auch nicht besonders kreativ. Naja. Ich muss es erstmal besser machen, bevor ich mich darüber aufrege. Und ich bezweifle, dass das klappen würde. Nicht so ehrlich in dem Moment. Ah, ja. Okay, also das ging nicht nur ums Bohnen in ein anderes Glas zu schütten, sondern die Dame hat da Bohnen rumgeschüttet. Und, ja, lustigerweise eine Kerze reingestellt und angezündet. Was der Sinn davon ist, ich habe keine Ahnung. Sie ist aber begeistert. Und es war wichtig genug, um damit ins Fernsehen zu kommen. So. Können wir hier noch den anderen Sasquitch ausrauben? Mondtropfen, sehr interessant. Damit will ich auch gar nichts zu tun haben. Ob das damit zusammenhängt, dass Sasquatch da draußen rumrennen und der Mond dann einfach mal auf die drauf tropft oder so? Na, hier ins Gesicht, Kollege. Ach, wisst ihr, was wir machen? In der nächsten Runde werden wir einfach bei allen Sasquatch-Viechern versuchen zu klauen. Vielleicht gibt es sie ja gar nicht nur bei diesen vier Dingern, sondern auch bei anderen. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum, was machen die denn mit Drachenzahnringen? Wo haben die denn her? Sind die Zahnärzte oder was? Was findet ihr besser, ein Sasquatch oder ein Sasquatch? Ich finde Sasquatch ja ganz cool. Bei Sasquatch muss ich immer an die Simpsons denken. Mit Apo und seinen Squishies. Ja, wir haben einen! Alter Schwede, ich flipp nur aus. Was geht denn heute ab? Was geht denn heute ab? Das ist ja der reinste Wahnwitz hier. Glauben wir den auch noch mal was? Na, toll, das jetzt. Naja, egal. Ich bin beeindruckt. Das reicht mir vollkommen. Ein Drachenzahnring. Wir haben einen Ring. La 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 la. Ich bin begeistert. Können wir gleich was bauen? Das ist besonders cool. An der ganzen Sache. Ja, toller Mondtropfen. Oder nee, wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal weiter und gucken, dass wir noch den anderen bekommen. Dann bauen wir gleich zwei Sachen. Ist dann doppelt so gut quasi. Guckt mal, wie viele davon hier rumrennen. Also das ist echt hier, wenn man was farmen will, eine super Angelegenheit. Hätte es doch noch mehr Sachen mit Drachenzahnringen gegeben. So, hallo hier, ab in den Hintern, zack. Fuß voraus in den Sasquatch-Hintern. Ich bin ja die ganze Zeit immer am Überlegen, ob Tales of Xillia, was ja jetzt rauskommt, ich glaube im August oder wann, ob das ein gutes Spiel ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ich fand Tales of Symphonia ganz gut. Ich habe gehört, Tales of Xillia soll ganz gut sein. Ich habe jetzt Tales of Crisis F im Moment am Laufen, aber ich muss sagen, das gefällt mir wiederum nicht so gut. Und ich weiß aber, dass Xillia neuer ist. Hab so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht trotzdem besser ist.
aber andererseits dann auch wieder so viel Geld dafür auszugeben, ohne dass ich weiß, dass es wirklich gut ist. Keine Ahnung im Moment gerade. Das bin ich ein bisschen unschlüssig. Was haltet ihr von dem Spiel? Das würde mich mal interessieren. Oh, ein Mondtropfen. Naja, okay. Trotzdem gut. Noch ein Sasquatch. Noch eine Chance. Noch ein Mondtropfen. Egal. Macht nichts, macht nichts. Halt nicht. Zack. So. Dann macht's halt der andere. Sehr gut. Tod ist tot und tot ist gut in diesem Falle. Das passt, alles spitzenmäßig hier, muss ich sagen. Spitzenmäßig. Da oben ist schon wieder das nächste Opfer. Es krault sich im Schnee nach vorne sozusagen. Oh, nein, 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 lass mich mal in Ruhe hier, Kollege. Mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Nervst mich eh nur. Ich geh mal jemand anderen hinterher nerven. Ja, und du rennst natürlich weg hier, du Feigling. So, da haben wir dann aber. Ja, toll, und jetzt haben wir nur Quatsch. Ja, super. Ich bin begeistert. So, wie dem auch sei. Kabum, kabum. Alle fallen um. So, das passt. Frage ist, wo sind die nächsten? Hallo, Sasquatche. Ich wollte euch nicht ausrotten. Es ging mir nur um die Ringe. Oh, Mann, 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 Mann. Hier muss auch noch welche sein. Da ist einer. Perfekt. Von der Seite nähen so. Nähern. Nicht nähen. Drei Sasquatche. Ist ja fast im Schlaraffen an. Zack. Jetzt haben wir A. Müssen wir gleich. Wer A sagt, muss auch B sagen. So. Und dann kommt das C noch hinterher. Und fertig ist das A, B, C. Ey, du. Ja. Du weißt, was ich von dir halte. Nur Mondtropfen bekommen. Das ist ja mal mehr als bescheiden. Sehr gut. Da hustet die andere. Ist sie krank oder was geht hier ab? So, wo sind die nächsten? Hallo, ihr Zottelfiecher. Gibt's doch gar nicht. Nur so Kaiserin und so ein Quatsch. Ey, ich will hier runter. Was soll der? Oh, Mann. Da oben ist einer. Da fliegen wir hin. Den Sasquatchen auf der Spur. Ich muss sagen, ich finde Sasquatchen jetzt besser, jetzt muss ich definitiv weiß, dass die Drachenzahnringe droppen. Ja, du Quatsch. Dich mag ich nicht. So, wir versuchen trotzdem mal was zu klauen. Und ruf da. Warum haben die denn Trauben dabei? Doch gar keinen Sinn. Geht hier mal umgehauen. Nicht, dass sie die Trauben von dem Pflanzenvieh haben. Das wäre ja ekelhaft. Gut, da machen wir mal lieber nicht hin, wenn er uns gerade entgegenkommt. Der kommt uns auch entgegen, aber er ist langsam, kommt, der schafft's nicht. Der ist so dumm zum Leben. Und das ist auch noch Sasquatch, perfekt. Okay. Oh, tollen Mondtropfen. Ich bin begeistert. Not. Usual Lärm. Wenn wir schon Krach machen können, dann machen wir es auch. Hallo, dir will ich auch noch eine geben. Bitte sehr. 833. Einfach mal ins Gesicht. Ja, dann der nächste, würde ich mal behaupten. Muss auch noch dran glauben. Na, immerhin einer.
Frag mich, ob die Kombination, wie die auftauchen, da auch eine Rolle spielen. So. Na. Das war nix. So, was können wir hier machen? Zack, zack, zack. Tierische Lärm wäre doch eine gute Sache. Alles Klärchen. So, dann würde ich aber sagen, dann machen wir einen Cut an dieser Stelle. Ich bedanke mich natürlich für immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.